Um mal so ganz kurz auf den neuesten Stand zu kommen, wie lange bist du jetzt hier? Wie lange hast du dein eigenes Studio? Oder ich sag mal, wie lange hast du deine eigenen Studios? Ja, ich bin so richtig unabhängig raus, so 2000, also mehr als 10 Jahre, 2004 oder so. Ja, ja, ich weiß noch, ich bin nach Piraten, dann bin ich praktisch, ging nicht sehr viel los, aber ich bin dann eigentlich, habe mich so dieser Hollywood-Sache entzogen ein bisschen, habe anstatt irgendwie Sequels zu machen und sowas, bin dann rum in die Welt. Ich habe dann ganz tolle Sachen in China gemacht und, sehr viel in Frankreich angefangen und kann dann so praktisch dann so Sachen gemacht, die einem mehr erlauben. Das machst du bis heute doch auch eigentlich, ne? Ja, du bist gerne, ein bisschen mehr in der Independent-Schiene, machst ein bisschen mehr für Europa, oder kann man sogar sagen, dass du das hauptsächlich machst? Nö, ich mache eigentlich, eigentlich meiste hier, aber ich mache sehr viel auch in Europa. Ich mache immer das meiste hier. Aber die interessanterweise sind die, die interessanten Projekte, außer den großen hier, aber die interessanten Projekte sind meistens, ich habe gerade tolle Sachen in China gemacht, und das kam automatisch durch die Olympischen Spiele und dann davor ein bisschen. Da gibt es tolle Sachen, die man da machen kann, weil du da, ich mache zum Beispiel gerade, nur als Beispiel, also außergewöhnlich, es ist gar kein Film in dem Fall, das ist ich nenne das so Variationen von 4 tibetischen Tänzen. Okay. Und dann durfte ich dann nach Lhasa fliegen und mir alles aufnehmen und anhören und anschauen. Und die sind unheimlich, und es wird dann aufgeführt in diesem großen, in Beijing, diesem wow, Konzert, wenn ich es schaffe, im September. Ups. Solche Sachen interessieren mich, weißt du, da machst du was ganz Neues und dann, wir haben auch schon vorher ein anderes Ballett gemacht, habe ich da viele Sachen, wo, wenn du dann da sitzt und die führen das dann auf, es geht durch 17 Städte in China, das ist dann irgendwie, wow, die machen wirklich jetzt eine Aufführung damit und die Appreciation, also die, ja, die, wie die das würdigen und das, die wissen, was du machst, Ansehen, und die wollen dann das rausholen, also die größte, so wie man behandelt wird. Wertschätzen vielleicht. Wertschätzung, ja, sehr gut. Da haben wir's Wertschätzung, genau. Die ist im Ausland oft sehr groß, während hier auch, natürlich hier hat die Musik sehr großen Stellenwert. Mhm. Aber es ist schon so ein bisschen regelmäßig geworden. Ne? Und ich mag gerne, mich interessiert nichts weniger, als was ich vorher gemacht habe. Ja, so, wenn du Sachen hörst, wenn das sind halt Sachen, die man nicht so kennt vielleicht, aber das ist mir schnurzpiep egal. Absolut. Ob es jetzt karrierebedingt, also Karriere dienlich ist oder nicht. Also für mich ist das alles mein Karriere. Meine Karriere ist, wie ich mich fühle. Absolut. Und dann kommen auch die Leute, die interessiert sind und mit denen will ich ja noch arbeiten. Darum geht es doch auch, oder? Ja, nur. Es hat mir lange gedauert, bis ich es rausgefunden habe. Es ist halt sehr verführerisch, hier so eine Karriere zu haben. Ich habe sehr viel Glück gehabt, ja. Mhm. Dass ich ja mit diesen großen Komponisten hier, die das, ich war da irgendwie, ich wusste nicht, ob ich es machen konnte. Ich kam hierher. Gleich an viele anderen, ich dachte, ich kann das gar nicht, wahrscheinlich kann ich das gar nicht, aber ich will mal gucken, wie das, was mir einfach Spaß gemacht hat. Ja. Ich habe nur das gemacht, was mir Spaß macht. Und deswegen, ich kann auch nicht sagen, dass ich das alles irgendwie geplant habe, dass ich gesagt habe, jetzt will ich das nicht machen, jetzt mache ich das. Das ist einfach passiert. Das ist einfach passiert, dann haben mich da Leute gefragt, das fand ich interessant, dann mache ich das. Und dann haben mich da wieder andere gefragt, dann mache ich von da aus weiter. Und ich habe nie irgendwie Zeit gehabt, hochzugucken und zu sagen, jetzt plane ich mal meine Karriere. Bin damit viel gereist dann auch. Und dann ist es ganz merkwürdig, manche, die so karrieremäßig denken, dann, oh, Klaus, bist du aus Hollywood rausgezogen? Bist du jetzt nach China gezogen? Zum Beispiel habe ich gefragt, als ich da ein Olympisches Spiel gemacht habe. Ich dachte, nö, ich war jetzt da ein paar Monate, aber hast du kein Interesse? So. Also war mir ist gar nicht bewusst, dass das so gesehen werden kann. Und das wird einem immer bewusst und man muss hier schon irgendwie hier sein. Das ist auch okay. Aber ich glaube, ich habe inzwischen, was ich gelernt habe, ich habe inzwischen die Ruhe gewonnen, dass ich nicht mehr denke, oh Gott, irgendwie nach diesem Job habe ich wahrscheinlich keinen mehr, wenn ich nicht zu allem Ja sage. Wahnsinn. Ich kann auch viel mehr Nein sagen und viel mehr Zeit für mich verbringen. Denn Inspiration ist wirklich nicht in dem Job selber. Inspiration kommt von anderen Sachen, die vorher die erlebt hast. Ich muss immer diesen Hunger, den zu haben, als ich hierher kam, da will ich immer noch mich dran erinnern. Und also vom Gefühl, ja, die größten Sachen außer Filmmusik auch, die passieren, sind immer inspirationsbedingt. Ja. Ich habe jetzt nochmal gesagt, the problem with working so much is that there's nothing left to create from. Also das finde ich gut, das ist genau das, worum es geht. Es geht darum, dass du immer weiter dich inspirieren lässt und immer wieder was Neues machst, und es ist scheißegal, was die einen und was andere sagen und dein Agent dir sagt, aber das solltest du eigentlich
so machen. Was hat sich hier generell aus deiner Perspektive geändert in der Filmmusikwelt, wenn du es hier in Hollywood siehst? Ja, oder? Eine ganze Menge hat sich hier vom Kreativen oder vom Business her, beides hat sich total geändert. Beides. Gerade das Business ist gerade ein ziemlich heikles Thema, würde ich doch sagen. Ja, ist total anders geworden, finde ich. Wobei, wie gesagt, ich habe Glück gehabt, dass ich so viel rumgereist bin. Immer hier gearbeitet, aber die Jobs kamen von anderen Ländern, ja. Dass ich eigentlich gar nicht mitbekommen habe, dass es hier drunter und drüber ging. Irgendwann habe ich mal hochgeguckt und sagte, was denn hier? Ja. Und dann wurden auch sogar die Budgets in Europa wurden besser als hier manche. Ja, ich habe da irgendwie an 100 Millionen Dollar Movies gearbeitet. Wow. Während hier sagt, oh, es ist so schwer, das machen die irgendwie nur dreimal im Jahr. Das Schreiben ist bei mir nie ein Kompromiss, es ist Produktion danach. Die kann halt billiger oder teurer werden, aber Schreiben hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Ist auch ganz klasse, ist immer so, wenn man sich limitiert oder limitieren muss, dann hat man viel bessere Ideen. Es ist nicht gut, wenn man, also klar, jeder träumt, oh Gott, bin ich nur mal 120 Mann Orchester und dann drei Assistenten, das wäre so toll. Weißt du, was interessiert, das wird eigentlich überhaupt nicht besser. Und du wirst nicht, wenn es zumindest beim ersten Mal vielleicht ist schön, aber dann beim nächsten Mal oder beim nächsten Mal irgendwie, wenn dann einer sagt, ja, wir haben aber nicht jetzt irgendwie Geld, 120 im Orchester, sondern wir können vielleicht nur irgendwie eine Triangel haben oder so. Und dann machst du, dann schreibst du irgendwie was für irgendwie 8 oder 12 Leute oder anders, ganz andere Sachen für eine Band. Oder man ist auch hier sehr, sehr, hat sehr viel Angst, was Neues zu machen. Und das hat mit der Musik oder auch im Film generell, also gerade jetzt, das war auch so der Unterschied in den letzten Jahren. Also du siehst ja, dass wir eigentlich nur noch, weil jeder hat Angst irgendwie, dass das nicht funktioniert, weil so viel Geld auf dem Spiel steht. Und dass die Leute nicht mehr kommen und die Leute müssen irgendwie, gehen nur ins Kino für das, was sie schon kennen. Also ich habe letztes Jahr einen französischen Film für Weihnachten gemacht, also gerade letztes Jahr, vor ein paar Monaten. Ein Weihnachtsfilm mit einem Nikolaus, der eigentlich ein Räuber war und ein Dieb war und der kleine Junge. Es war eigentlich also ein totaler Familienfilm, aber so eine Geschichte würden wir hier nie schreiben, da hätten wir Angst vor. Und die war einfach, ich fand die faszinierend, einfach toll. Toll gedreht und ich habe auch Visual Effects, wir haben alles. Ja, du kannst mit limitierten Sachen und die Geschichte stimmt und wenn die Charaktere stimmt, dann ist es eben auch, bist du ein Geschichtenerzähler und nicht mehr einer, der dann irgendwie den Temp so kopieren muss. Hey, das hast du schon mal gemacht, wir haben deinen Film X da reingeschnitten, mach das doch nochmal. Wie sieht es aus mit europäischen, sag ich mal, Projekten oder alles außerhalb von Hollywood hier? Wie sieht es da Temp-Track-mäßig aus? Der Ausgleich inzwischen, wir sind ja auf den gleichen. Gute, im Guten wie im Schlechten, also die, okay, das gleiche Niveau. Ja, die wissen jetzt alle, wie man irgendwie einen Output macht vom Erbit und die wissen alle, wie man Temp jetzt reinschneidet. Es gibt vielleicht den Job des Music Editors drüben nicht so, was schade ist, weil das ist ein ziemlich guter, wichtiger Job. Und gibt es noch viel so, es gibt schon noch Aufholarbeit zu leisten, also dass die Leute auch drüben, die Produzenten wissen, was sie da machen. Mhm. Aber generell, das Level. Das Level von den Actors ist auch viel besser geworden, mhm, finde ich, in Europa. Ich bin ja da weg, als ich nur die mir Haare gerauft habe aus Deutschland. Also ich dachte, das ist ja. Die wissen auch, dass die haben auch keine Angst mehr damit, einen erfolgreichen Film zu machen. Das war früher immer das Problem. Oh Gott. Kunst, in Deutschland gibt es ja immer noch die U, die E, Unterhaltung oder Musik. Ne? Okay. Ende, und da musst du schon was Richtiges machen. Du musst Musik machen, die keiner sich anhören will, aber aufgeführt wird. Wow. Das war U-Musik. Du bist jetzt hier settled, würde ich doch sagen. Ne? Also hier gibt's nicht mehr viel, was dich hier wegzieht, oder? Oder verstehe ich das falsch? Also ich wohne hier gerne. Ich habe hier meine Familie. Die Kinder sind hier geboren, aufgewachsen. Die Familie wird immer größer. aber ich kann schon, ich habe den Vorteil, dass ich halt alles kenne. Nicht nur hier, sondern auch, ich sehe das als Vorteil, als Gelegenheit. Auch dadurch, dass ich viel gereist bin. Ich kann im asiatischen Raum, ich weiß, was für mich habe ich rausgezogen, was ich gut finde. Ich habe hier, was toll ist und ich nehme meine Kinder zum Beispiel oft auch nach Europa oder nach Deutschland sogar und die lieben das da. Die lieben morgens im Fahrrad Brötchen zu holen. Sehr gut. Aber das ist ja super für die und dass sie dass man so einen globalen Aspekt hat. Also es gibt in Deutschland ganz tolle Sachen und es gibt Sachen hier, die für mich einfach, ich würde nie mehr zurückgehen wollen. Okay. Ich möchte wie offen die Menschen hier sind. Ja. Das hat sich auch in Deutschland geändert, aber es gibt viele Sachen, die man vergleichen kann, wo ich sage, nö, ich mach das schon gerne hier. Also, Ich weiß zum Beispiel nicht, ob du dir das Fluch der Karibik-Thema überhaupt noch anhören kannst. Aber wenn man damals nach 3 Wochen Schwerstarbeit mit einer Riesentruppe die ganze Zeit mit dieser Musik verbunden wurde, ich kann mir vorstellen, dass das schon ein bisschen schwierig war, oder?
Nee, es war nicht schwierig. Es war halt toll, es hat mir viele Türen geöffnet. Ne? Und ich durfte dadurch andere Sachen machen. Nö, ich meine, ich weiß ja selber, was ich davon habe oder was ich gemacht habe oder vielmehr was. Ich bin schon nicht stolz drauf, aber ich habe jetzt akzeptiert, dass es. Aber gleichzeitig weiß ich ja selber, dass das nicht unbedingt das Beste ist, was ich jemals gemacht habe. Das ist halt das, was am meisten Leute kennen. Das ist okay. Aber nee, ich weiß, ich bin schon auf andere Sachen mehr stolz, wenn du willst, oder sagen wir so, für mich selber stolz. Es geht nicht darum, stolz zu sein für andere. Es geht mir mehr darum, am Ende des Tages geht es immer darum, wie du dich selber fühlst. Und wenn ich also so ein Ding mache, dann was mache, wo ich denke, wow, hätte ich nicht gedacht, dass ich das kann, oder darauf wäre ich vorher nie gekommen, ist mir eigentlich schon egal, was andere sagen. Ob das dann die Kritiker verreißen oder die CD rauskommt oder was noch, ist mir eigentlich. Also ich weiß noch genau, wenn du so willst, dass ich habe mal einen Film gemacht mit einem, das war dann auch nicht hier, das war in China, weil das war mit Chen Kaige, der hat Farewell My Concubine gemacht davor. Und zu dem habe ich mal aufgeschaut. Und der hat so, das Ganze, wie das lief, das war nicht nur die Musik. Es ging, wir haben nie über Musik geredet, wir haben nicht mehr über den Film geredet, die ersten paar Wochen. Alles war symbolisch für ihn in dem Film auch. Und da war es auch letztendlich egal, ob der Film jetzt letztendlich so gut war oder nicht. Für mich, ich fand ihn sehr gut, aber für mich war das ein Erlebnis. Ich war da, ich glaube, insgesamt 5 Monate rumgereist. Er hat gesagt, Klaus, das ist sehr schön, was du geschrieben hast. Jetzt am Anfang, jetzt schicke ich dich erstmal so rum, dass du mal so was mir kennenlernst. Das war es noch nicht, hier. Nee, okay, dann bin ich da rumgereist, bin in den kalten Seen geschwommen, habe mir Konzerte angehört, die sie mir gegeben haben, Tänze an magischen Bergen. Und also es war alles unglaublich. Ich war, kann mir vorstellen, ich habe da tausende Fotos mitgebracht. Und das war, was mein Leben verändert. Und das kannst du in der Musik hören. Wenn du dir den Score anhörst, wenn es einer erkennt, dann kannst du sagen, wirklich, wow, da hörst du wirklich, dass ich ganz inspiriert war und nicht nur hart gearbeitet habe, dass da jede Note eine Bedeutung hat. Ja. Da gibt es eigentlich gar nichts, was jetzt mal so schnell noch ein Filler war. Oder es waren so viele Themen, ich weiß gar nicht mehr im Nachhinein, wie ich den mir aus den Fingern hätte saugen können. Weil zum Schluss war da, das war viel Zeit am Anfang, aber zum Schluss ganz, ganz wenig Zeit. Plötzlich kamen nämlich die Hollywood-Studios, die dann da mit rein und jetzt müssen wir ein Release-Datum und jetzt haben wir noch 3 Wochen Zeit. Und was? Ich dachte, wir hätten noch da Monate. Okay, jetzt dann nochmal los. Aber das war zum Beispiel eins, also das heißt Wuji oder The Promise. The Promise, genau. Das fand ich ein tolles Erlebnis, da erinnere ich mich gern. Ich meine, es gibt dann halt noch die Französische. Ich meine, ich fand persönlich Le Petit Nicolas war klasse. Ja, das hat schon total großer Spaß hat das gemacht. Ja. Absolut. Das war eines der wahrscheinlich kein Mensch. Das war eines der aufwendigsten Projekte, die ich in meinem Leben gemacht habe. Vielleicht das aufwendigste Projekt. Tatsache. Es war viel aufwendiger als Piraten und die großen Filme hier zusammen. Tatsächlich, da war ein Orchester, ein volles Orchester. Da war ein Streichquartett. Da war ein Kinderchor. Da war eine Jazzband. Da waren 14 Solisten, 12 Solisten, irgendwas, 18. Was vergesse ich jetzt? Also so eine Gypsy-Band. ich vergesse da noch. Irgendwas war da noch, also noch ein Element, was wir dann alles. Ich habe da, ich glaube, 2-3 Wochen aufgenommen, allein von den großen Sachen. Nicht jetzt die Solisten, noch nicht mal so mit. Von morgens um 8 bis nachts um 1. Das war sowas von anstrengend. Das kam halt so. Ich habe geschrieben und habe nicht drüber nachgedacht. Und dann, da war halt jetzt richtig, jetzt kommt halt die Jazzband spielt da mit und dann ging das rüber ins Orchester und dann der Chor und dann ging es wieder runter. Und aber ich glaube, ich klinge schon noch, als es ein Stück ist. Es ging nicht als irgendwie, ja, jede Szene hat ein anderes Ding. Nee, stimmt auch nicht. Ich glaube, es ist auch alles kombiniert. Allein die Opening-Scene war dann, das war so 8 Minuten Stück. Ja. Das ging, da wurden die Charaktere vorgestellt und dann ging es von der, da hat man so einen Pfeifer, der war der Weltmeister vom Pfeifen. Da willst du niemand der Dusche pfeifen, wenn ihr einmal gehört hast. Wahnsinn. Traust dich nicht mehr. Der war irgendwie, oder der von der, Fahrradklingel bis zum irgendwie großen Orchester, war alles in diesen 8 Minuten drin. Ging auch weiter und weiter und weiter. Und, aber das hat auch Spaß gemacht, also das fand ich auch. Das hört man dann auch raus, ne? Also man hört nicht nur raus, es ist eine Struktur drin, sondern man hört auch den Spaß draus. Und das ist so abschließend, das ist halt so das, was man hier so ein bisschen, was heißt ein bisschen, was man vermisst. Ich meine, ich persönlich kann mich hier
seit den letzten Jahren nichts mehr an und erkennende Struktur drin. Ja, es gibt für jede Szene, wie du schon sagst, ein passendes Stück, was total Sinn ergibt und vielleicht auch toll, cool, schön, romantisch klingt, aber als großes Ganzes schwierig. Auch so eine eigene Voice, der Regisseur zum Beispiel von Nicolas, der sagte, permanent war der in mir drin, sagte, ich will, okay, das ist alles schön gut, ich will eine unique Voice haben. Ich will, dass der Film einen Sound hat, genauso special, also besonders ist, wie er den designt hat. Das hat mich natürlich auch zu Weißgut getrieben, aber im Guten, sowas mag ich letztendlich. Das ist eine Herausforderung. Ja, genau, dass der dich richtig nervt, der Regisseur, bis du dann irgendwie aus Trotz irgendwas weitermachst und denkst so, wow, jetzt hat er mich aber zu was gebracht, was gut ist. Es gibt natürlich auch Leute, die dann eins so weit treiben, aber der war absolut spitze und absolut super. Mit dem würde ich immer wieder das machen, wenn es so war, weil der. Ja, du brauchst so, du bist eine Kollaboration, du brauchst zusammen. Du brauchst was dich pusht. Was dich pusht. Und was dich antreibt. Und so war dann in dem Fall dieser Pfeifer halt, war die Idee. Weil ich dachte, okay, es war nicht akademisch, aber voll durchdacht. Ja, es war jetzt nicht nur inspiriert. Ja, ich hatte mir gedacht, dass es ging um diesen kleinen Jungen, dessen eigene Welt aber absolut ernsthaft ist. Und seiner Bubble, das ist alles für ihn ernst. Der hat tolle und hat ganz negative Erfahrungen, aber für ihn ist es so ein Ding. Wir lachen drüber als Erwachsene, auch als andere Kinder, aber für ihn war es ernst. Und ich wollte mich lustig machen über ihn. Also wollte ich Instrumente auch finden, zum Beispiel. Nicht nur von den Tunes, das war alles sehr, sehr sincere, sehr ernsthaft. Ja. Da war nichts irgendwie, es ist keine lustige Musik eigentlich. Aber ich wollte ein Instrument finden, was, genau wie er war, das eigentlich ernst gemeint ist, aber für andere lustig oder belächelt werden kann. Aber wenn man genau hinschaut oder hört, nur Respekt vor allem. Da kam mir dieser Weltmeister im Pfeifen. Der ist absolut, wenn du den, das gibt es nicht. Der kann Paganini-Konzerte mit Orchester daher pfeifen. Da hat man ein Glas Wasser. Und der ist also tatsächlich Weltmeister mehrfach. Das geht gar nicht. Der kann Triller, der kann Skalen. Das ist unfassbar, was der kann. Also, das ist eine absolute Virtuose. Aber für andere, der pfeift, ne? Das ist ja lustig. Und der kann auch Jazz. Das ist ein unglaublicher Typ. Und so, das war in dem Fall das perfekte Instrument, ne? Weil genau das widerspiegelt. Und das ist halt schwierig zu finden. Das dauert auch lange manchmal. Zumal als Idee. Muss erst mal einem vorstellen, dann dem Regisseur. Wie wäre es denn mit Pfeifen? Und die kennen dann irgendwie nur so, es ist hier in den 70er Jahren, die französischen Filme. Richtig. Oder so. Ne? Genau, es wird sofort verglichen. Aber ja. Und sie sagen, nee, der ist ein ernsthafter klassischer Musik- und Jazzmusiker. Ja, das geht doch nicht. Und das kann man ganz schlecht auch Demo, und ich habe natürlich hier klar Millionen von Samples, aber nichts irgendwie, wo die Pfeifer so richtig gut ist. Ne? Also habe ich mit dem erstmal Samples gemacht. Es ist klasse so zu sehen, dass du so völlig zufrieden bist mit deinen jetzigen Projekten, dass du hier deine Leute hast, die du beschäftigst und die auch völlig zufrieden sind mit dem, was sie für dich machen. Und es geht weiter und es ist halt eine total schöne Zusammenarbeit und es sind tolle Projekte. Was gibt es jetzt noch, was du dir gerne wünschen würdest? Was steht noch offen für dich? Ich finde immer was. Das ist eine tolle Frage, danke. Es ist nämlich ganz schön selten gefragt, meistens fragen, und was machst du als nächstes oder was machst du gerade? Und irgendwie ist es fast schon, was ich gerade mache, für mich im Kopf schon fertig. Und wenn ich mal über den, sehr schwierig für mich, Musik zu schreiben, deswegen, wenn ich mal über den Berg bin, dann ist es für mich schon fast fertig. Insofern schon fast langweilig, in Anführungsstrichen. Du weißt jetzt, jetzt muss es noch gut klingen, ne? Schnell, komm, jetzt, ich weiß noch, wie es geht, so viel Arbeit. Aber dann geht das. Und dann irgendwann flutscht es dann auch, wenn der Regisseur dann hier sitzt und dann improvisierst du praktisch Cues. Weil der dann da sitzt, weil der da sagt, ich wollte, dass das nicht irgendwie lustig ist in dem Moment. Ach, meinst du so? Und dann machst du was ganz Grobes und dann, wenn das gut klappt, geht es dann super schnell. Klasse. Es gibt für mich tausend Sachen. Ich weiß, ich habe nie so, seitdem ich losgelassen habe, zu denken, dass ich eine Karriere haben muss, seitdem ich weiß, dass irgendwie immer was, ich mache gerade irgendwie 7 Projekte, irgendwie kommen die so jetzt. Und ich wollte ja eigentlich ganz wenig machen. Also es passiert irgendwie immer was. Seitdem ich da locker loslassen konnte. Ich mache total viele Sachen. Ich mache zum Beispiel auch außerhalb der Musik Sachen wieder. Ich habe zum Beispiel ein Startup, das ist Kilo Nation. Das ist ein IT-Startup, also richtig. Wir machen
Distribution, Online-Distribution für independent Filme. Wow. Und das läuft von 2000 Filme schon fast, die im Vertrieb, also im Vertrieb praktisch. Aber ich habe das damit angefangen, zum Beispiel, weil ich noch ein Interview und dann machte ich, oh, was machst du mit dem, ja, das ist eine Dokumentation über diese Drummer-Band, mit der ich was gemacht habe. Und was machst du mit, ja, das waren wir in Frankreich oder in England, war da so eine TV-Station, die das hatte. Und ich sage, was machst du noch? Weiß ich nicht, oh, vielleicht kann ich das irgendwo mal zeigen. Ich sage, wow, wie geht's? Und ich habe das dann angeschaut. Fantastischer Film, vielleicht 60 Minuten, ganz toll. Und so kamen die Ideen über die Zeit, dass Filme gar nicht das Licht der Welt erblicken und dass ich denen helfen will eigentlich. Ja. Und dass sie alle ein Business haben. Das ist so eine Sache, die ich mache. Und dann mache ich jetzt gerade, wie gesagt, so ein Ballett in China. Ich weiß nicht, es kommt irgendwie immer was, wo ich dachte, wow. Das hatte ich noch nicht. Genau. Oder wieder ein Film, der irgendwie sagt, klasse, das ist so ein klassischer Film. Jetzt mache ich gerade ein Animation rein, den ich anfangen werde. Und ich sage, wow, das ist ja auch was ich so insofern nie gemacht habe. Also dass Leute, die das independent machen, aber ein großes Budget haben, aber das dann wieder mehr Vertrauen und mehr was mit den Schulen. Also ich mache gerne Kollaborationen. Also ich zum Beispiel produziere irgendwie so einen Song wieder mit für einen Film mit irgendwie einem Recording Artist. Klasse. Würde auch einen ganzen Film machen. Ich habe mit Sia damals einen ganzen Film gemacht. Sowas liebe ich, wurde Inspiration hast von jemand, der eigentlich gar nicht so viel Filme macht. Ja. Weil ich finde, das ist so inzestiös, was wir so machen. Viel auch, das macht er schon wieder, das klingt dann auch wieder nach dem. Und das klingt auch nach dem, was er vorher gemacht hat. Und das kann wieder, was er vorher gemacht hat. Und das kann vielleicht ein Temp, der in einem anderen Film drin war. Also, wenn du zu viel weißt, wo die Sachen herkommen, denkst du irgendwann mal. Langweilig. Ah, okay.